Die Wild Wings TV-Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Aromadeck. Aromadeck, erfrischend anders. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Schwenninger Wild Wings gegen die Kölner Haie. Ich darf beide Trainer begrüßen, zu meiner Rechten Peter Dreiseitel von den Kölnern und zu meiner Linken unser Coach Pat Cortina. Und wie es gehört, natürlich zuerst der Gast. Danke. Wir wollten oder haben einige Anpassungen vorgenommen in den letzten zwei Tagen. Wollten logischerweise kompakter über die drei Drittel spielen und die Flut der Gegentore eindämmen. Mission accomplished, kann man sagen. Das Problem war heute natürlich logischerweise, dass wir nach vorne eben nichts aus unseren Chancen gemacht haben. Also die waren zwar da, aber aus meiner Sicht hat der Goalie der Wild Wings das meiste gesehen und so der allerletzte Schritt und der finale Hunger hat uns vielleicht noch ein bisschen gefehlt. So, wir haben heute einiges erreicht, was wir haben wollten, was wir sehen wollten. Nichtsdestotrotz ist es eben noch nicht da, wo es hingehört. Und auf uns wartet noch ein bisschen Arbeit. Und wir müssen schauen, dass wir halt die Balance finden zwischen den Anpassungen, die wir vornehmen in unserem Spiel, aber logischerweise auch einen Weg zu finden, zu gewinnen. Danke. Dankeschön, Peter Dreiseitel. Pat, Glückwunsch zum Heimsieg und dein Statement bitte. Ja, guten Abend zusammen. Wie gewartet. Wir haben gesagt, nach das Spiel Mittwoch, jeden Spiel eng, das und eine Episode kann das Spiel entscheiden, und es hat so passiert heute Abend. Ich glaube, erste Drittel, wir waren vielleicht ein bisschen zu zurück hatten. Ja, wir haben nicht gelaufen, wie wir machen normalerweise, und ich glaube, in die zweite Drittel, wir haben unsere Beine, aber das war nicht deine Beine, es war unser Kopf, wir hatten viel, viel Respekt für eine Top-Mannschaft, mit Peter, wir haben gewusst, dass er, you know, he would stabilize things and bring lots of enthusiasm, so we were maybe on our heels. Zweite Drittel, wir haben mehr gelaufen und wir haben etwas kreiert. Ich glaube, die Torchance waren egal. Aber wir haben drei Riesenchancen in die zweite Drittel. Und die dritte Drittel, clever, stark vor unserem Tor geglaubt. Und wir haben ein Tor gefunden und eine Kontrasituation. Ich glaube, vor unserem Tor, die gleiche Aktion, Köln hat eine große Chance, und wie letztes Spiel, sometimes it goes one way, sometimes it goes the other way, but you know, große Bild ist, wir haben jetzt mehr Erfahrung zu spielen, spielen wie heute und Mittwoch, und jetzt wir wissen, dass wir können auch manchmal gewinnen, diese Engspiel. Marco Würfel war super, Zuschauer waren auch super, und ja, jetzt wir müssen clever sein, regenerieren, und die nächste harte Kampf kommt Sonntag. Ich wünsche Peter alles Gute für seine nächste Spiele. Fragen? Pat, wie war denn, wenn du uns das mal schildern kannst, die Situation in der ersten Drittelpause? Du hast ja das angesprochen, dann war das, was hast du gesagt? Bist du laut geworden? Wie waren deine Worte da in der Drittelpause? Laut? Nein. Ich habe nur probiert,
you know, just to relax the team and to make sure that we focused on us being us. We were a little tentative at the end of the first period. We weren't skating. Well, you know, we knew we had to, we had a lot of respect. We had to play solid defense, but solid defense has to come from an active mindset. And we haven't zu viel, wir haben gewartet, wir waren nicht aktiv. Und ich habe gesagt, Jungs, spielen, einfach spielen. Laufen, spielen und genießen diese Herausforderung. Aber keiner hat mir gehört, so it doesn't matter what I say. Das gefällt dir halt wieder, so eine 1-0, ja? Das ist herrlich für einen Trainer. Ja, es gefällt mir, weil wir haben ein Tor mehr als unsere Gegner. Es kann 5-4, 4-3, 1-0. Aber für Marco ist es immer, ja, Besonderes. Weitere Fragen? Alles soweit beantwortet. Dann Peter Dreiseitel, einen guten Nachhauseweg und viel Glück am Sonntag dann beim Derby. Ja, und wir sehen uns dann wieder am Mittwoch. Und da kommen die Eisbären Berlin. Danke. Ja.